Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Video. Heute habe ich endlich mal Battlefield 4 auf der PlayStation 4 am Start. Und wir steigen hier gleich mal in die zweite Kampagnenmission ein. Einfach deswegen, weil ich glaube, dass die erste Kampagnenmission, die kennt irgendwie schon jeder und das hat man schon irgendwie schon tausendmal gesehen. Und deswegen, ja, geht's hier gleich nach Shanghai, wo natürlich auch mal wieder die Hütte brennt. Hier sind meine Kollegen schon mal mit dabei und wir müssen uns zu irgendeinem Hotel schleichen. Da oben. So. Und es geht mal hier gleich mal durch ein ziemliches Sauwetter und oh, wir haben ja eine sehr schöne Aussicht. Der Heli bedeutet nichts Gutes. Ja, das sieht aber nicht so gut aus, weil genau da müssen wir rein und zwar möglichst unauffällig, was natürlich hier mal wieder überhaupt nicht hinhaut scheinbar. Gut, wo geht's weiter, Jungs? Was machen wir? Wohin geht's? Was geht ab? Runter und durch. Rack, lass uns das leise durchziehen. Ja, ja, wir ziehen das jetzt leise durch, weil nachher wird das ja eh wieder alles lautstark in ein Geballer enden. Das kennen wir ja. So, wo ich gerade hier bin, wo es noch ein bisschen ruhiger ist, die Grafik ist eigentlich recht schön. Es ist auch eine 1080p Auflösung. Texturen sind eigentlich ganz schön. Teilweise wirken die Kanten ein bisschen grob. Aber gut, das ist jetzt mal ein bisschen Gemecker auf hohem Niveau. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter mit den Jungs. Folgende Lage. Starke chinesische Kräfte im Zielbereich. Break. Offenbar Backups. Mannstärke derzeit noch unbekannt. Over. Verstanden. Handelt nach Bedarf und holt sie schneller raus. Over. Verstanden. Hm? Okay. Ja, wir müssen hier ein paar Geiseln rausholen. Der Klassiker im Ego-Shooter-Genre. Los, Bewegung! Gut, den Aufzug. Komm schon, Racker. Gleich mal rein. Mal sehen, was wir haben. Was ist los hier? Komm, Junge. Hier, nimm. Achso. Ah, eine Waffe. Sehr gut. Endlich eine Waffe. Ja, stimmt. Die fehlt mir ja schon. Ja, genau. Richtig. Genau. Alle Waffen gibt's in den Waffenkisten. Was ist das denn? Wasserpistolen? Bring uns zum Hotel. Finde ich nicht. Die VIPs sind ganz oben, genau wie die Aussichtsbar. Das klingt doch gut. Die Aussichtsbar ist immer auf dem Dach. Sonst wäre es auch keine Aussichtsbar. Du solltest echt ganz Frau. Ja, ich weiß. Es ist nur... Mach die scheiß Tür zu! Ah ja! Bitte, komm rein! Falsche Etage! Ja, falsche Etage, schade. So viel zum Überraschungsmoment. Scheiße. Das ging ja mal. Einmarschiert. Hier kommen wir nicht raus. Okay, Alternativen? Kein. Außer am Leben bleiben. Und diese Scheiß-VIPs. Irish Frack, seht euch das an. Womit rechnen die denn? So, ich muss mich jetzt noch mal kurz in die Steuerung reinfinden, ganz ehrlich, weil ich das jetzt zwar schon mal gespielt hatte, aber ich spiele nebenbei noch Call of Duty, wie ich sagen muss. Und da ist ja die Steuerung ein bisschen anders, aber jetzt auch nicht viel anders. Ah ja, gut, hier kommen schon Gegner. So, und dann kann es gleich schon mal losgehen, der Tanz. Ja, toll, dass die Jungs mit Kopfschuss immer noch leben. Okay. Das ist wohl sauber halbwegs hier. Sch-
Schaut zumindest so aus. Oh. Oder? Na, gucken wir einfach mal. Das L1 ist angreifen, hä? Achso, das war L1. Entschuldigung. L1 ist natürlich Granate. Achso, richtig, richtig. Ich kann ja hier Teamkommandos geben. Das habe ich ganz vergessen. So. Irgendwo da hinten ist doch einer. Oh, und es sind noch mehr. Ja, ich kann von Zeit zu Zeit Teamkommandos geben, dass die Jungs hier irgendwas, irgendwas angreifen sollen. Währenddessen sterbe ich gerne. Das mache ich immer so. Das mache ich bei Call of Duty so und das mache ich hier noch viel mehr. Einfach deswegen, ja, warum eigentlich? Weil ich irgendwie oft genug nicht sehe, dass eine Granate kommt. Passiert mir immer. So, also machen wir die ganze Scheiße nochmal. Los, los, los! Wo sind denn die? Da waren noch zwei draußen. Ach so, Moment mal. Ah, die sind oben jetzt. Die acht kommen jetzt hier rein, die Jungs. Ah ja, die sind ja gar nicht mal so geskriptet wie gedacht. Wo geht's denn hier überhaupt hin? Ah, kleine Abkürzung. So. Gut, die Jungs hätten wir auch. Sag mal, der lebt immer noch. Ah, wo ist denn hier meine Deckung? Ach hier, okay. So. Irgendwie sind wir hier im Kreuzfeuer. Das ist mal nicht so gut. Achso, die Jungs sind alle oben. Ja, ja, gut, Granate. Ich hab's. Ich weiß ja, Granate ist ja nie so geil. Schon. Kann ich da durchschießen? Ne, da kann ich nicht durchschießen. Die sind, das ist hier nämlich alles kugelsicher. Ja, der Typ schmeißt mir wieder eine Granate. Die kommen sich aber besonders schlau vor. Das kann ich auch. So. Gut, ich kommandiere mal die Jungs, dass sie mal ein bisschen was tun, weil ich glaube, die tun mal wieder nichts hier. Also damit meine ich meine eigenen Jungs. Das ist auch ein bisschen wie bei Call of Duty. Da sind auch die eigenen Leute nur dabei, irgendwie als Deko. Okay. Hä? Ach so, das ist noch einer. Ah. Die sieht man einfach nicht. Super, jetzt habe ich keine Munition mehr. Toll. Na, mal gucken, ob oben irgendwas herumliegt. Ja, ja, Kontakt. Das müsst jetzt leider ihr alles machen. Oh. Ups. Waren das alle? Ja, ich schätze schon. Komm schon. Auf für die IAP-Laufen. Ah, wieder ein bisschen Munition hat's gegeben. Gut, dann kann es gleich weitergehen. So, hier ist die Waffenkiste. Sehr gut. Was haben wir da drin? Auswählen. Hä? Achso, da ist noch nichts freigeschaltet. Vielleicht hätte ich mal ein bisschen mehr spielen sollen vorher. Was haben wir denn hier? Nichts. Und was haben wir hier? Ja, geht alles nicht. Eine Schrotflinte oder doch lieber die kleine... Ah, Moment mal. Haha, Moment mal. Hier gibt es das Sturmgewehr. Ah, alles klar. Ein Sturmgewehr und dann nehmen wir noch eine... Was nehmen wir noch dazu?
Ach so, dann nehme ich einfach die MG einfach als Zweitwaffe. Ja, wunderbar. Sicherheitstor. Fang an zu zaubern, Pack. Dauert ja, nicht wunderbar. Lang. Ja, so sieht das schon mal besser aus. So, Gadgetlager, ja, da gibt's eine Claymore. Ansonsten gibt's hier noch nichts. Gut, Claymore, die Annäherungsminen, die brauche ich gerade nicht. Aber später vielleicht. So, jetzt geht's erstmal hier hoch. Scheiße, das ist nicht gut. Er fliegt zum Dach! Was? Oh, ein Ach, Heli. Auf die Fenster und mach dich bereit. Hast du Claymores dabei, Rack? Ja, rein zufällig habe ich welche. Ja, wohin brauchen wir die? Ich würde sagen, fangen einfach unten an der Treppe an. Beziehungsweise hier. Gegner, auf dem Balkon! Naja. Moment, bevor es hier losgeht, ich muss erst meine Claymores legen, Jungs. Naja, egal, dann geht's halt los. Was geht ab hier? Ja, interessant. Im Grunde ein Stellungswechsel. Zuerst greift man oben das obere Stockwerk an und dann verteidigt man es. Mhm, ja. Die rücken ganz schön flott an. Jetzt die erste Feindeswelle. Ja. Ach da. Beeil dich, verdammt! Guter Schussback! Komm mir noch mehr! So. Ohne Farmers freigeschaltet. Na, komm schon. Na, das funktioniert doch halbwegs gut. So, wo sind die nächsten Gegner? Keiner da, aber vielleicht geht's oben weiter. Na, wie sieht's aus? Ach, echt. Du brauchst wieder viel zu lange, Bursche. Stimmt, da unten ist irgendwo einer. Ja, ich sehe ihn bloß nicht. Ah, hier. Das war's, wir können weiter. Komm schon, Leute, ich bin fertig. Alles klar, dann kann's weitergehen. So. Na los. Ja, jetzt mach hin. Ich muss hier noch weiter. So, was gibt's hier? Nichts. Und hier gibt's auch nichts. Und hier gibt's noch eine schöne Aussicht. Gut. Dann kann's ja weitergehen. Wohin sollen wir? Nach oben. Alles klar. So, was ist hier? 41. Stock. Alle bereit? Ja, ich bin schon längst bereit. Kommt ihr mit oder bleibt ihr hier? Naja, dann mache ich dann das alleine. Ups, das war... das war ich gar nicht. Das war eine Explosion. Auch nicht schlecht. Was geht denn hier ab? Oh nein. Das ist unser Zimmer. Ach du Scheiße. Meine Fresse. Da drin lebt keiner mehr. Das war wohl nichts. Ihr seid spät dran. Es dauert halt, sich durch einen Suchtrupp zu schießen, der das Gebäude durchkämmt. Warum habe ich wohl den Raum gewechselt, wenn du rumlaufen kannst? Wofür brauchst du uns, Dankovic? Über den Gang kommt man leichter als über die Straße. Rein hier.
Kleiner Klugscheißer, der Bursche. Was ist hier los? Hier sind noch mehr Leute. Ach so, ah, das sind ja hoffentlich unsere Ziele. Wie könnte ich auf die Straße? Überall ist das Militär. Oh, das ist ja großartig. Wer sind die VIPs? Sehr wichtige Leute. Eine wichtige Frau und ihr Mann. Wir holen sie an einem Stück raus. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ich bin Hannah. Das ist mein Mann. Danke fürs Kommen. Entschuldigung, Sir. Verzeihung, Ma'am. Verstehen Sie mich? Geht es Ihnen gut? Können Sie gehen? Mein Mann ist verletzt. Er braucht Ruhe. Negativ. Keine Zeit zum Ausruhen. Ich habe Helis auf dem Dach gesehen. Wir müssen jetzt los. Dann gehen wir rauf. Was? Ob's dir gefällt oder nicht, ich flieg das Ding. Das ist der Plan. Oder hast du einen anderen Vorschlag, Sergeant? Ach, klauen wir jetzt Helis. Sind Sie fertig? Mein Mann muss versorgt werden. All diese Gewalt. Wo führt das hin, Sergeant? Das ist nicht, was ich... Danke fürs Kommen, Sergeant. Ich bin sehr dankbar für die Hilfe. Los geht's, jetzt! Kommt, kommt! Los! Los, los! Köpfe runter, zusammenbleiben! Vorwärts, Wrecker! Na gut, dann die Köpfe runter. Ach, wieso eigentlich die Köpfe runter? Das macht doch gar keinen Sinn hier in dem Korridor. Naja, egal. Ich lasse euch mal vor, notfalls trifft's dann euch. Wenn das nicht klappt, sind wir am Arsch. So, jetzt los aufs Dach. Ja, dann mal hoch. Ihr sichert den Weg. Sir, Ma'am, Sie warten hier. Naja, wir machen alles das schon klar, hier. Wir gehen raus. Sergeant Wrecker, den Heli sichern. Alles klar, den Heli sichern. Was haben wir hier? Vorsicht, Wrecker. Ja, ich weiß schon. Hm, schöner Lichteffekt hier. Moment, hier ist noch eine Munitionskiste. Die und... So. Okay, da hinten steht einer. Und hier patrouilliert auch einer. Und wahrscheinlich verstecken sich nochmal 100 irgendwo zwischen diesen Anlagen. Ach, egal. So. Ja, oder sie stürmen aus dem Heli raus, die Burschen. Ich krieg diese witzerliche Visier! So, ich gehe erstmal in Deckung. Also die Gegner rücken ganz schön schnell an hier. Das ist so. Sie haben zu viele Granaten dabei. Was macht der hier, der schläft? Ach nee, der ist tot. Hawk. Nein, die will ich gar nicht haben. Oh, pur. Sag mal, ihr trefft aber schon echt gut. Hä? Drüben beim Heli ist auf jeden Fall noch irgendein Bursche. Ja, jetzt lass mich mal hier kurz in Deckung gehen. So, Taktik Hasenfuß. Die kann ich besonders gut. Nein, da hinten ist noch einer. Wo ist er denn? Oder? Nein, das war's doch. Oh. Von wegen. Den Heli wecker! Sicher ihn! Naja, bin schon am Heli, bin doch schon da. So, was geht hier ab? Alle mal da los! Ist der Heli gesichert? Sieh mal nach, Wecker! Den hinter dir, Irish! Los! Ist okay! Wir müssen los! Okay. Oh. Das war eine Scheiße, die Kombi! Alles klar!
Also hier oben auf diese Plattform sind wir auch auf dem Silbertablett. Da gehe ich mal lieber runter. So, wo ist denn der Bursche? Boah, spinnt ihr? Was geht denn hier ab? Gut, die Deckung geht zumindest auseinander. Die ist zumindest nicht aus Stahlbeton. Was macht ihr hier? Hä? Hier ist er noch? Hier muss doch noch irgendwo einer sein. Hä? Ach hier! Oh Mann, ich dachte, das ist der eigene. Hier oben. Oben ist einer. So. Hä? Achso, da ist noch einer. Gut, das Dach ist gesichert. So, was ist mit dem Heli? Der ist weg. Gut. Roger. Die VIPs kommen mit einem feindlichen Heli. Einer muss sofort ärztlich versorgt werden. Wir sind noch im Turm, Sir, und suchen einen anderen Ausgang. Over. Verstanden. Okay, ja, gut. Wir dürfen nicht mit dem Heli raus. Das heißt, ja, wir gehen jetzt runter zum Fluss. Ja, super. Verstanden. Ich erreiche das Flussufer. So. Los. So, und rein in den Aufzug mit der schönen Musik. So, wo geht's denn hin? Leck mich am Arsch. Hey. Bekommst du etwa Platzangst hier drin? Mag Pack nicht der Fahrstuhl, macht mir Sorgen. Sondern die Höhle. Damit komme ich nicht klar. Willst du mich verarschen? Was? Ich liebe dieses Lied. Ist ein scheiß guter Song. Mhm. So weit, so gut. Ich gehe vor. So. Auf geht's, Wrecker. Ah, und hier geht gleich der Tanz weiter. Ist das, was ich glaube? Genau meine Kragenweite. Fortress hier, Tombstone 4. Letzte Meldung wiederholen. Wiederhole. Können aktuelle Position nicht halten. Ihr habt 30 Minuten für die Rückkehr zum Schiff. Aha. So. Nee, das passt schon. Hubschrauber über den Platz. Am schnellsten ist die Hauptstraße. Richtung Osten. Ja, gut. Oh. Wieder zum Thema Schleichmission. Bloß der Heli, der macht mir Sorgen. Da habe ich irgendwie gar keine Lust, da rauszugehen. Mal was soll's. Ach, super, da steht ein Typ neben mir. Das ist ja toll. Gut, ja,
Also im Grunde war das jetzt ziemlich viel Ballern bisher in der Mission, was ein wenig verwundert. Aber zumindest in der hübschen Optik, muss ich sagen, gefällt mir schon. Obwohl sie auch ein bisschen komisch aussieht. Bis so irgendwie, aber ist ja egal. So. Was will das jetzt Truppen ab? Oh, ich habe keine Munition, ups. Gar nicht aufgepasst. Oh Mann, oh Mann. So, jetzt aber wieder, jetzt ist wieder Munition im Magazin, jetzt geht's weiter. So, nichts wie weg hier. Noch ein kurzer Blick zurück auf das schöne Hotel. Alles klar. Was, wo geht's raus? Ich habe nicht aufgepasst. Hier lang, ja, alles klar. Oh, ja, das ist nicht so gut. Das ist ein Panzer. Dann schnell mal weg. Ja, ich renne jetzt einfach mal hier entlang. Das wird nicht einfach. Das ist schon einfach. Oh, oh. Da war der Panzer im Hintergrund schon wieder. Oh. Nicht so weg hier. So, muss ich überhaupt hier hoch? Oder muss ich hier Richtung Panzer? Ne, hier lang. Ach so, falscher Weg. Denn das Ganze ist dann schon, ups, das Ganze ist dann schon so hoch in linear, wie es, obwohl es gar nicht so aussieht. Oh, da ist ja noch mehr Jungs. Nein, nein, nein. Ich versorge ich noch. Okay, gut. Oder so. So. Scheiße. Ja. Das ist eine Sackgasse. Was nun? Hä? Achso, hier seid ihr. Hier muss es weiter, oder was? Oh, ich muss noch einer. Oh, ups, da ist der Panzer. Ist weg. Gut, Moment. Ich sehe gerade auf dem Radar, der dreht sich in der Gegend herum. Vielleicht müssen wir uns kurz nur verstecken. Oder, naja, oder er ballert einfach hier alles zusammen. Doch mal hier nochmal, ob es nicht doch eine Leiter gibt. Ah, hier gibt's was. Was? Einsammeln. Ach so, super, eine Erkennungsmarke. Ich suche doch hier bloß den Ausgang. Aber warte mal, geht es nicht da hinten irgendwo weiter? Sag mal, lebt der immer noch? Das gibt's doch nicht. Alles okay? Ja. Ach so, da drüben geht's auch weiter. Okay, dann rennen wir mal hier rüber. So. Gut. Was ist mit euch, Jungs? Kommt ihr? Hey, hey. Auch nicht von der schnellen Sorte, die beiden, hm? Oder? Ja, ja. Bestimmt sind wir schon fast am Fluss. Das ist ein Kriegsgebiet. Was zur Hölle ist da hinten los? Komm schon! Verdammt, Mann! Das ist ja der reichste Bürgerkrieg! Ach so, oh, die zwei haben es gar nicht zum Helikopter geschafft. Ach so. Tja. Und nu? Oh, das sind das überhaupt die zwei? Mann, die drehen ja alle durch. Wem sagst du das? Nee, das ist jemand anders, auch so. Danke. Kommt hier rein. Bitte helft uns. Wir brauchen Hilfe, um zum Fluss zu kommen. Aber ich sitze zu, ne? Ja, ja, los geht's. Was ist hier los? Achso, ihr müsst das durch. Ja, ja, alles klar. Amerikaner? Gut, wir brauchen Hilfe. Was ist hier los? Augen auf, Wrecker. Entspann dich, Pack. Die werden uns nichts tun. Wie geht's? Wie Homer? Okay. Passt doch auf! Weg vom Fenster! Das ist gefährlich! Haltet euch vom Fenster fern! Wir wollen zum Fluss, aber Cheng hat Panzer. Niemand kommt in die Stadt rein oder raus. Wir müssen zum Fluss. Gibt's hier Panzerabwehrraketen? Da ist eine. Wir werden uns in
Hengs Truppen sind zu stark. Wir hängen fest und brauchen eure Hilfe. Bleib hier und schütze dein Kind. Los, Riker, Bewegung! Ja, zerstöre den Panzer. Das ist eine tolle Sprechstoff Mission. Gegen die Panzerung. Klasse. Natürlich. Hier mit bloßen Fäusten werde ich jetzt diesen Panzer zermalmen. Gut, dann gibt's hoffentlich auch das entsprechende Gerät dafür irgendwo. Wie sind wir in der Zeit? Nicht gut, glaube ich. So. Wir erledigen ihn und sehen zu, dass wir auf dem Fluss aus der Stadt rauskommen. Ja, genau, wir erledigen den jetzt einfach. Der Panzer ist uns im Weg. Wir sollten uns das mal von oben ansehen. Was ist mit dem Gebäude? Sieh nach, ob da was Nützliches drin ist. Wir brauchen Feuerkraft. Naja, ich weiß schon, dass wir Feuerkraft hier brauchen. Ah, hier ist zumindest mal eine Kiste. Ja, ah, Moment mal. Haha, hier ist C4-Sprengstoff. Ja, das könnte doch... Moment mal, Panzerabwehr. Moment. Panzerabwehrmine, die explodiert, sobald ein Fahrzeug in... Ah, super. Fantastisch. Und was ist dann das? Leichte Angriffsmunition. Nee, das brauchen wir nicht. Ich nehme jetzt C4 und M15. So. Ah, sehr gut. Gut. Dann muss ich nur noch gucken, wo der Panzer hier rumfuhrwerkt. Ich sehe ihn auch gerade überhaupt nicht. Ah, hier und hier vorne. Da vorne fährt er. Ja, logisch, dass er mich... Oh, ups. Nein, du siehst nichts, Herr Panzer. Okay, und der fährt hier hinten weiter. Ist klar. Ja, wenn der hier vorbeifährt, dann kann man hier immer schon mal eine hinlegen. Ah, der patrouilliert hier auf diesen Wegen herum. Na gut, dann stellen wir einfach nacheinander einfach ein paar auf. Dann habt ihr einen schönen Spaß hier. Und wir hoffentlich auch. Ja, ja, wir. Nichts müssen wir sichern. Der muss bloß hier vorbeifahren. Der Panzer. So. Trotzdem mal nachschauen, wo der Panzer denn so wirklich herumfährt. Ah, er ist gerade da drüben. Ups. Darf mich nicht sehen. Aber gut zu wissen, dass er dort fährt. Dann kann man nämlich... Dann kann ich direkt hinter ihm eigentlich eine schöne Mine legen, weil ich weiß, der kommt da garantiert nochmal vorbei. Bingo. Was? Hau raus, was du hast. Ich habe hier leider nur Minen. Ich habe hier nichts anderes. Oh, oh! Der kommt hier vorbei. Nichts mehr weg hier. Tja, jetzt will noch ein bisschen C4 irgendwo platzieren. Oh! Okay, das war jetzt ein bisschen doof, indem ich C4 platziere und dann direkt zünde. Naja, gut, aber er hat mir auch fast platt gefahren, der Panzer. Gut, das machen wir ein bisschen anders. Da braucht man ja hier fast Taktik. Das ist ja mal ganz neu. Und das bei so einem Ballerspiel. Wo sind wir denn? Wir brauchen Sprengstoff gegen die Panzerung. Ja, ich weiß schon. Wie sind wir in der Zeit? Nicht gut, glaube ich. Wir erledigen ihn und sehen zu. Der patrouillierende Panzer ist uns im Weg. So, hier zur Munitionskiste, Versorgungskiste. So, alles klar. Also, ich nehme jetzt hier C4 und M15. So, dann kann der Spaß losgehen. So. Kommt man hier eigentlich auch raus? Achso. Okay, also der Panzer, der fährt auf jeden Fall hier vorbei. Ne, Moment.
Hier fährt er vorbei, oder? Nee, Moment, wo fährt der vorbei? Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Hätte man besser aufpassen sollen. Ah, hier kommt er. Da kommt er auch hier vorbei. Und dann werde ich mich hier ganz kurz hier hinten mal ums Eck verstecken. Oh. Ja, ich kann ihm Granate hinwerfen. Oh. Oh, nichts wie in Deckung, ey. Der Typ. Uiuiui, der ist ganz schön aggro. Hinten ist sie am Schlecht. Greif von hinten an. Ja, greif von hinten an, klaro. Ich würge ihn von hinten am besten, den Panzer. Uiuiui. Oh, ups. Hier ist meine Deckung weg. Hallo? Das ist nicht gut. Ich hole mir erstmal nochmal ein paar Gadgets. Das wird ja eh. Ja, das wird eh. Dann. Aufgefüllt. Ja, super. Hinten ist sie am Schlechten. Greif von hinten. Ich greif von hinten an. Ne, ich die Witzbolde. Ich hoffe mal, er fährt jetzt. Alles klar. Gut. Okay. Ja, ja, ich weiß schon, dass da mehr Sprengstoff drin ist, aber ich werde es erstmal. Was ist denn hier los? Wer schießt denn da auf mich? Oh, das ist der Panzer. Oh, verdammt. Mist, warum sieht der mich auch? Mist, er ist tatsächlich an dieser Sprengladung vorbeigefahren. So ein Mist. Gut, vielleicht folgt er mir hier unauffällig. Denn hier sind lustige Sprengladungen, die er bestimmt haben will. Da kommt er vorbei, sehr gut. Oh, das war gut. Oh, wir haben ihn! Yay! Ja, wie noch ein Panzer? Hä? Ach, das ist ja billig. Da ist noch ein Panzer. Oh, und der fährt ein bisschen schneller. So. Verfolgst du mich mal, Bursche? Dann bist du gleich im Eimer. Ja, vielleicht soll ich auch schön in Deckung gehen, weil er sonst. Nein, er ist vorbeigefahren. Ich drehe echt durch. Ja, nichts wie weg hier. Hey, hey, was war denn das schon wieder? Ah, er wendet. Vielleicht fährt er jetzt von selber. Natürlich echt schön, wenn der mal reinfahren würde. Naja, ich schaue jetzt nur aufs Radar, wo der gerade sich befindet, der Dusche. Mist, hier hinten gibt es halt gar keine Deckung mehr. Für dieser Stein. Da hinten ist er, Mann. Ja, ist ja gut. Oh, das Gebäude ist irgendwie kaputt. Wo kriege ich denn meinen Support? Ja. Ach, da hinten irgendwo. Mensch, ja, ist ja gut. Wie viel Munition hat denn so ein Panzer? Ja, hier hast du eine Granate. So. Haha. Yay. Gut. Nein, das hilft wohl nichts. Dann mal schnell zu den Jungs hier. Ah, hier ist auch eine Kiste. Sehr gut. Ja, Mensch, das gibt's doch nicht. Geht der auch mal aus seinem Alarmmodus heraus? Scheinbar nicht. Okay, Jungs, dann.
Tja, irgendwie hängt der in der Schleife drin. Was soll denn das? Das bringt doch alles nichts. Mal außen rumrennen. Eieieiei, das ist jetzt ein bisschen, naja, ein bisschen lame. So, Junge, fahr doch mal hier vorbei. Hier gibt's ein tolles Leckerli für dich. Aber das Problem ist eher, dass er sich überhaupt nicht mehr bewegt. Das gibt's doch nicht. Er bewegt sich gar nicht mehr. Super. Eine Panzerfaust gibt's ja auch nicht. Ups. Ah, Moment mal. Vielleicht kann ich ihn ja. Als fährt er zumindest wieder ein bisschen, aber ich glaube, ich habe ihn auch getroffen. Wobei ich ihm eigentlich direkt eine Mine hinwerfen kann oder auch nicht. Oh, oh Mann, er zerlegt aber dieses Gebäude, ja, spinnt denn der? Ich hab doch nicht. Ah, oh Mann, bin ich doof. Das C4 war schon dran. Ich hab's bloß nicht gesehen. Jetzt auf zum Wasser und dann weg hier. Genau, wie ist wir weg hier? Ja. Hä? Okay, und jetzt ist was spielen aus. Hä? Was ist jetzt los? Hä? Ein Problem ist aufgetreten. Was geht denn hier ab? Hallo? Das will ich nicht melden. Ich will doch bloß spielen. Jetzt ist die Kiste abgestürzt. Okay, also gut. Ich beende das jetzt hier. Ich nehme an, die Mission ist jetzt hier zu Ende. Aber nachdem mir das Spiel abgestürzt ist, habe ich jetzt keine Lust, hier nochmal reinzuspielen. Deswegen, beenden wir das Ganze. Ich hoffe, ihr konntet einen schönen Einblick zum Gameplay von Battlefield 4 bekommen. Und ja, dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal, wenn ihr wollt. Und ihr könnt das Ganze abonnieren. Und dann noch viel Spaß beim Spielen.